Tamara Senfter, Sie sind hier die Grabungsleiterin. Nach was suchen Sie? Also wir haben hier archäologische Untersuchungen durchgeführt im Rahmen der Sanierung des Bergfrieds im Auftrag des Museumsvereins von Feldkirch. Es geht eben darum, die Schichten der Nutzungszeit des Doms näher zu erforschen, und wir konnten eben im Rahmen unserer vierwöchigen Untersuchung Funde aus dem Mittelalter, wir sprechen hier im Zeitraum im 14. 15. Jahrhundert, wir konnten also Funde aus dieser Zeit freilegen, Bodenstrukturen, Feuerstellen und so weiter. Das war eben das Hauptaugenmerk unserer Arbeit in den letzten 4 Wochen. Wie weit zurückreichen denn die Funde? Sensationellerweise konnten wir feststellen, dass es unter den mittelalterlichen Schichten noch ältere Befunde und Schichten gibt, die zeitlich sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen, bis in die Bronzezeit, also bis ins 2., 3. Jahrtausend vor Christus. Wir haben aus dieser Zeit eben auch Funde, das heißt also Steinartefakte, Steingeräte, Steinwerkzeuge, Keramik. Wie bedeutsam ist denn diese Fundstelle für Vorarlberg? Die Fundstelle ist sehr, sehr wichtig für den Vorarlberger Raum, eben auch vor allem für Feldkirch und Umgebung. Vor allem deswegen, weil wir neben der mittelalterlichen Bebauung auch ältere Schichten feststellen haben können, und dass wir hoffen, dass wir das auch noch fertig erforschen können im nächsten Jahr. Da es aus diesem Bereich wenig Fundstellen gibt, die in die Bronzezeit zurückgehen, und wir das eindeutig belegen konnten. Und es ist für die Forschung oder für die Geschichtsschreibung in diesem Raum ungemein wichtig. Es wären zum Beispiel eben Eisenfunde, wahrscheinlich ein Armbrustbolzen und ein größeres Geschoss aus Eisen. Man sieht, es muss erst restauriert werden, es schaut danach eigentlich dann viel besser aus. Was wir auch sehr viel haben, ist Keramikmaterial. Und eben ganz wichtig für uns ist eben ein Münzmaterial, wenn wir graben, weil Münzen für uns wichtig sind für die Datierung der Schichten. Und da haben wir eben ein ganz schönes Stück, eine Silbermünze, ein sogenannter Brakteat, der auf einem Bodenniveau im Turm gelegen ist. Und den kann man sehr gut datieren. Das ist eine Münze, die aus Konstanz kommt, dort geprägt worden ist, vom Bischof dort, und um 1300. Für urgeschichtliche Funde habe ich jetzt da zwei schönere Stücke hergelegt. Das sind sogenannte Silex-Fragmente, also das ist ein Stein, der leicht zu bearbeiten ist. Und da ist am interessantesten vielleicht dieses Stück. Das ist eben die Spitze einer Pfeilspitze, die also eindeutig in die urgeschichtliche Zeit gehört, also wahrscheinlich in die Bronzezeit. Und ein zweites Stück, das ist eben das hier. Das ist eben keine Pfeilspitze, sondern wahrscheinlich eine Klinge oder ein Kratzer. Solche Steinartefakte hat man eben in der Zeit, bevor es Metalle gibt, zur Verwendung oder zum Bearbeiten von allen möglichen Dingen im Haushalt verwendet, auch zum Schneiden von Fleisch, zum Häuten und so weiter.